da sind wir schon wieder zurück. Der Audi Star Talk mit Robin Dutz, Thomas Alkin. Knüpfen wir nochmal schnell an. Also, Robin Dutz wurde vor 5 Jahren zum schönsten Zweitligatrainer gekürt. Und zwar von einem Frauenfußballportal, wie ich sagen, soccergirls.de. Und da haben wir einige Spieler auch mit der Geschichte konfrontiert, mit der Tatsache, also, dass Robin Dutz zum schönsten Trainer gewählt wurde. Und so hat Nils Petersen versucht, sich rauszufinden. Ja, wie gesagt, ich habe auch nicht so viel Kontakt zu älteren Frauen. Ne? Er ist auch schon ein bisschen älter als ich. Und deswegen kann ich da wenig zu sagen. Aber mich freut es für einen Trainer, wenn er dann in der Außenwelt so wahrgenommen wird. Er hat nicht so viel Kontakt zu älteren Frauen. Hübsch. Also ich würde sagen, dass erstmal Nils sein Stammplatz akut gefährdet ist. Okay. Die Soccer Girls, die gibt es tatsächlich. Und die haben tatsächlich eine Befragung unter ihren Mitgliedern gemacht. Mitgliederzahl 3, ich habe 2-1 gewonnen. Sehr schön. So, und eine fachliche Besonderheit haben wir noch ausgegraben. Freddy Bobic hat uns das verraten. Zumindest hat er das bei den Kickers damals erlebt. Jetzt wollen wir mal wissen, ob sie das heute auch noch so machen. Folgendes hat uns Freddy erzählt. Was mich überrascht hatte in der Kabine, dass er immer wieder die Jungs gefragt hat, oder sprich einen Spieler beauftragt hat, den nächsten Gegner vorzustellen. Das ist schon etwas Spezielles, habe ich eigentlich bei keinem Trainer vorher gesehen. Und ich habe mir immer gedacht, naja, wenn du das mal in der Bundesliga machst, könntest du vielleicht mal ein Problem kriegen beim einen oder anderen. Aber er wollte den Geist der Spieler ein bisschen wecken, dass sie sich mal mit ihrem Gegner beschäftigen, mit ihrer Mannschaft, gegen den sie spielen. Frage, wer hat die Bayern analysiert? Nee, waren Sie das noch? Nils Petersen war das. Ja. Machen Sie das noch oder war das damals eine Geschichte? Oder? Nein, ich habe mir gedacht, naja, wenn du das in der Bundesliga machst und ich habe es nicht gemacht. Nein, wir haben das damals tatsächlich gemacht, wurde damals auch ganz gut angenommen, aber es war natürlich auch wirklich eine andere Zeit mit einer anderen Mannschaft. Und in der Bundesliga haben wir es dann schon als unsere Aufgabe gesehen, es selber zu machen. Sehr gut. So, wir machen noch eine kurze Pause und dann freuen wir uns auf unser legendäres Audi Star Talk Übereinstimmungsspiel gleich hier aus Weihe vor Bremen.